Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren Total War Warhammer Replay und dieses Mal mit einem Haufen Gobbos und ein paar Trollen. Ja, ganz genau, Trollen, denn in meinem letzten Video habe ich ja angekündigt, ein paar Themenarmeen spielen zu wollen und ihr habt mir ein paar super Vorschläge geliefert und dieser Vorschlag war von Pete Green und Balforin, die gerne eine Gobbo-Armee sehen wollten und deswegen haben wir diese Gobbo-Armee mitgebracht und unsere Gegner gehen mit den Skaven, den wundervollen Rattenmenschen in den Kampf und wenn ihr euch hier ansieht, wie viele Armeen, wie viele Modelle gegeneinander antreten, haben wir fast die gleiche Anzahl der Truppen, also gar nicht mal schlecht, dass die Skaven dieses Mal nicht gnadenlos in der Überzahl sind. Diese Goblin-Armee ist wirklich eine sehr interessante zu spielen. Sie ist auf jeden Fall, hat ein ganz eigenes Feeling. Und zwar haben wir hier mitgebracht eine ganze Reihe von normalen Goblins, allerdings ziemlich aufgelevelt. Ihr seht, ich habe ihnen den Erfahrungsrang 9 gegeben, damit steigt ihre Führerschaft auf das von normalen Kampftruppen, wie zum Beispiel Speerträgern des Imperiums oder so. Und ihr Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr sind nicht zu unterschätzen. Vor allem die Abwehr mit 39 ist ordentlich. Sie sind tatsächlich auch entbehrlich, allerdings sind alle der Gobbos hier entbehrlich, deswegen macht es den anderen nichts aus. Abgesehen von den Nachtgoblins, die sind interessanterweise nicht entbehrlich. Also die Armee funktioniert auf folgende Weise. Wir haben einen großen Kern an Goblin-Infanterie, vor allem an den Flanken, die elitär ist, die den Gegner, naja, halten soll oder auf jeden Fall kämpfen soll. Durchmischt sind diese Goblins mit einer ganzen Reihe von Trollen, wie ihr hier sehen könnt. Und auch die haben einige Erfahrungspunkte mehr bekommen. Jetzt sind sie damit auf Führerschaft 50 und brechen nicht mehr ganz so leicht. Die Aufgabe der Trolle ist es, der Damage-Dealer zu sein. Das heißt, die müssen den maximalen Schaden machen und da sie von den Gobbos unterstützt werden, können sie auch nicht so leicht von gegnerischen Modellen umringt werden, wodurch sie sehr viel mehr Schaden bekommen können. Im Rahmen des letzten Patches wurde außerdem übrigens auch die Anzahl der Einheiten in so ein Trollregiment erhöht, deswegen sind jetzt 12 da. Ich glaube, das waren vorher nur 9. Das heißt, die Hauptstreitmacht, die Frontlinie, besteht aus haufenweise Gobbos, unterstützt von Trollen. Und letzten Endes war es das eigentlich auch schon, was unsere Frontlinie angeht. Ich habe noch zwei Flankenregimenter, Infanterieflankenregimenter, fiese Schlitze, einmal auf der linken Flanke und einmal auch auf noch der rechten Flanke. Rechte Flanke und hier die linke Flanke, die sehr weit links ist, mit dem Auftrag, dem Gegner in den Rücken beziehungsweise ja irgendwo in die Seite zu fallen, um ihn abzulenken und wertvolle Ressourcen vom Hauptkampf abzulenken. Dann haben wir hier hinten noch ein paar Bogenschützen. Diesmal nur normale Goblin-Bogenschützen und hier ein Regiment der Nacht-Goblin-Bogenschützen. Die werden wenigstens nicht gesehen, bevor der Gegner nah genug dran ist. Diesmal habe ich nicht die rostigen Pfeile mitgenommen, obwohl sie in diesem Kampf sicherlich nützlich gewesen wären, wie ihr nachher sehen werdet. Dann habe ich außerdem für meine Mobilität zwei Regimenter, es dürfen ja alles nur Goblins sein in dieser Goblin-Armee, Goblins oder Dinge, die Goblins fressen oder von Goblins gefressen werden. Letzten Endes trifft das auf so gut wie jede Lebensform zu, aber wir haben hier Trolle, die werden sich einen Goblin ab und zu schnappen, wenn sie Hunger haben. Und dann haben wir hier die Squicks, naja, die werden von den Gobbos geritten. Und wenn sie zu sehr Hunger haben, werden sie wahrscheinlich auch noch einen Goblin fressen. Egal. Die sind ziemlich stark. Ich habe das Gefühl, die haben Buff bekommen mit dem letzten Patch. Ich habe das Gefühl, dass die deutlich mehr rüstungsdurchdringenden Schaden machen als früher. Ich glaube, das hatten die nicht. 19 ist nicht zu unterschätzen. Die sind jetzt auf jeden Fall dabei. Zwei dieser Regimente. Einmal das legendäre Söldnerregiment, was nochmal ein bisschen besser ist. Und Geschossresistenz hat zusätzliche. Die normalen haben das ja nicht. Die werden gerade gegen Skaven-Armeen, die aus viel Infanterie bestehen, gegen die sie einen Infanterie-Bonus haben. Wenn wir uns das hier ansehen, ist Infanterie-Bonus von 10. Gar nicht schlecht, das steigt dann ihren Nahkampfangriffswert auf 33. Ist auch nicht so beeindruckend, aber wenigstens vergiften sie den Gegner auch noch. Und dann haben wir noch zwei Truppen, um gegnerische fliegende Einheiten und welche anderen schnellen Dinger, die so durch die Gegend laufen, zu harassen, zu stören in Form einem Regiment Spinnenreiter der Wild Goblins. Und einmal unsere Rockrops, räudige Räuber, die Rockrops Mangy Marauders, wie sie im Englischen heißen, mit super gutem
Fernkampfschaden, vor allem weil sie super viel Panzerbrech und Schaden machen. Leider ist ihre Reichweite ziemlich erbärmlich. Diese Kombination funktioniert normalerweise ganz gut. Wir haben einerseits die Rogrobs räudigen Räuber, die gegnerische gepanzerte Truppen beschädigen, und dann, falls der Gegner zu nahe kommt, sind hier noch diese Spinnenreiter dabei, die den Gegner durch Gift verlangsamen, sodass wir hier weiter und längeren Schaden machen kann. Und ja, dann gucken wir uns mal unsere Generäle und Helden an. Was heißt, hier ist eh nur ein General dabei. Ich habe einmal einen Goblin-Großschaman mitgebracht, wie ihr seht. Der ist, sieht auch aus wie, hat er eine Spinne auf dem Rücken, finde ich cool. Relativ günstig. Ich wollte hier möglichst wenig in meine Lords stecken, weil ich viel Geld für meine Hauptlinie und Kampflinie und die Trolle brauchte. Hat dabei quälendes Jucken immer noch einen super Zauberspruch. Und fiese Stiche, vielleicht nicht ganz so gut, aber ich denke, taugt schon was. Das ist eigentlich alles, mit dem er mitkommt. Und dann haben wir noch zweimal Goblin-Gark-Bosse. Die haben super Preis-Leistungs-Verhältnis, relativ günstig, vor allem zu Fuß. Oh, sieh mal an, sogar der Fuchs. Nee, der Wolf, gucken wir uns an, wenn wir mit der Kamera hier um die Gegend, durch die Gegend laufen. Interessant. Davon habe ich nochmal zwei dabei. Einerseits, um unseren Goblin-Großschamanen zu schützen, und andererseits, um irgendwelche gegnerischen weichen Lords möglichst schnell niederzumachen. Gucken wir uns die gegnerische Armee an. Und ihr seht, die gegnerische Armee ist ganz schön groß. Und was wir hier haben, sind Skaven-Sklaven, haufenweise Sklaven vorne, noch mehr Sklaven hinten, die den Rücken mit Speeren schützen. Sehr viel Masse. Dann haben wir interessanterweise zwei Todesräder, und ich bin sehr froh, dass die Trolle im Kampf sind. Wenn die Trolle nicht im Kampf mit meiner Formation mit drin wären, könnt ihr hier übrigens kleine Ratten sehen, die sich in den Rädern hier unten verstecken, wenn ihr aufpasst. Finde ich cool. Wenn wir hier keine Trolle dabei gehabt hätten, dann könnten diese Todesräder einfach kreuz und quer durch unsere Linie fahren und nichts würde sie aufhalten. Durch die Trolle werden die blockiert, das ist gut. Ansonsten hat unser Gegner noch ein paar Schleuderer dabei, der Skaven-Sklaven. Hier ist einmal Ratten-Oger. Was haben wir noch, mehr Ratten-Oger? Ja, im Wald sind auch noch mal ein paar Ratten-Oger platziert. Dazu noch eine ganze Reihe von Schleuderern der Gossenläufer, die doch recht teuer sind. Gut gegen große Einheiten, gegen Riesen und so, und gegen Kavallerie, die nicht so stark gepanzert sind, sind echt super. Und dann hat er noch ein ziemlich übles Heldensquad dabei. Einmal in Form von einem Seuchenpriester. Genau, Seuchenpriester. Und die Warblitzkanone schießt natürlich auch auf irgendwelche wichtigen Truppen, aber weil ich gerade mich auf den Gegner über den Wald hin, auf den Gegner durch den Wald zu bewege, kann er mit dem Ding nicht so viel Schaden machen. Ihr seht, von hinten kommt schon mein Fliesenschützler-Regiment, um den Gegner abzulenken, während ich mich hier ein bisschen in Position bringe. Und gucken wir uns mal seine Lance an, was er hier dabei hat. Er hat einerseits seinen Seuchenpriester, das Ding macht Schaden bei allen Einheiten um ihn herum, das ist schon ziemlich fies. Pestodem hat er und Rattenflut, das heißt, er kann hier schon mal 6 Ratten beschwören. Dann hat er als General noch dabei einen Seuchenherrscher Scroll. Können wir ihn kurz mal anklicken? Irgendwie geht es gerade nicht so gut. Kommt. Seuchenherrscher Scroll, auch nochmal Rattenflut, das heißt, er kann 10 Regimenter beschwören. Pestlenz auch, das ist eine super Sache. Verderbenstab und das Liber Bubonicus auch ziemlich gut. Verderbenstab bringt ihn jetzt hier in diesem Kampf nicht ganz so viel, weil wir nicht so teure Truppen haben, gegen die das nützlich wäre. Und er hat noch einen Warlock-Techniker dabei, ganz allein mit einer sehr interessanten Skill-Verteilung, nämlich nur heulender Warpsturm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Azag the Slaughterer mitgenommen hätte, hätte er damit wahrscheinlich mich gefangen und massiven Schaden mit Warblitzkanonen und diesen ganzen Schleudern gemacht. Also, ziemlich harter Kern, ein paar ganz wenige Elite-Truppen umrandet von haufenweise Müllkram. Und trotz allem oder gerade deswegen haben wir so ziemlich gleich große Armeen. Mein Plan, wie ihr hier seht, ist es, um den Schutz dieses Waldes zu nutzen, damit ich nicht von der Warblitzkanone getroffen werde, und zu versuchen, meinen Gegner irgendwie unter Druck zu setzen, sodass sie sich irgendwie nach mehreren Seiten verteidigen muss. Deswegen kommen jetzt von hier hinten auch die fiesen Schlitzer an. Auch zu beachten ist, hier sind meine zwei Skullhopper-Regimenter. Die sind auch dort, die sollen auch dort bleiben und sollen dann in den Kampf eingreifen, sobald der Gegner anfängt, seine Ratten aus der Tiefe zu spawnen und die dann maximal und sehr schnell zu beschädigen von hinten, um sie zum Rückzug zu bringen. Ihr könnt wirklich sehen, das ist eine Billigarmee, und dem will er haufenweise Masse hinzufügen, indem er die ganze Zeit seine Clan-Ratten spawnt. Autsch! Na gut, wenigstens waren die nicht so teuer, diese Spinnen, aber Schaden tut, weh tut's schon. Okay, jetzt seht ihr hier mal außerdem einen weiteren positiven Effekt der Präsenz dieser fiesen Schlitzer.
Fiese Schlitzer kommen von hinten, bedrohen seine Warblitzkanone. Das gefällt unserem Gegner nicht und er zieht seine zwei Todesräder hier nach hinten, um die abzufangen. Und ich habe leider nicht meine Spezialfähigkeit gecastet, um die Todesräder zu verlangsamen. Ihr seht, das hat natürlich ziemlich gut geklappt. Jetzt ist er weg. Auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass seine Todesräder nicht jetzt im Kampf sind, während er beginnt, was für mich auch wieder ein Vorteil ist. Und jetzt gucken wir uns das mal aus der Nähe an, wie unsere Trolle und unsere anderen Einheiten hier auf diese Ratten zulaufen. Zeigt, was ihr könnt. Ah! Und ihr seht das Gemetzel. Ich frage mich, warum die Kamera manchmal so durchbackt. Ist ein bisschen blöd hier, gucken wir uns das auch noch an. Und die Trolle verursachen das gigantischste Chaos, das ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Hier kommen ein paar Troller, paar Clanratten aus dem Nichts. Ich weiß nicht, warum man die unbedingt hier gespawnt hat, anstatt irgendwo anders. Ist auch egal. Aber unsere Trolle richten gigantisches Chaos hier in den Gegnern an. Wahnsinniges Chaos. Das erste Sklavenregiment ist schon gebrochen. Hier auf der zweiten Seite sind wir schon durch zwei durchgebrochen und können damit unser Flankenmanöver eröffnen hier in die Mitte. Aber das war letzten Endes auch zu erwarten, weil unser Gegner so gut wie gar nichts an Masse gehabt hat. Und zu meinem Vorteil ist, dass die Todesräder immer noch nicht in den Kampf mit eingreifen und nicht so gut ist, dass die fiesen Schlitter ziemlich niedergemacht worden sind. Aber selbst wenn er mit den Todesrädern hier anfängt durchzufahren, werden sie von unseren Ogern blockiert. Und jetzt kommen außerdem noch unsere Squickhoppers dazu. Jetzt unbedingt auch noch ein paar von den leckeren, obwohl ich glaube nicht, dass sie so lecker sind, Skaven schnappen wollen. Fieses Jucken gecastet. Ehrlich gesagt hätte ich das gegen diese Skaven-Sklaven gar nicht gebraucht. Die haben sowieso kaum Nahkampfangriff, aber so haben sie jetzt null, machen damit gar keinen Schaden mehr, treffen damit überhaupt gar nicht mehr. Und ihr seht, die Frontlinie ist innerhalb von Sekunden durchbrochen worden. Wir haben innerhalb der ersten paar Sekunden fast 400 Modelle des Gegners ausgeschaltet und relativ wenig Schaden unsererseits genommen. Deswegen frage ich mich, wie unser Gegner hier eigentlich vorhatte, diese Linie zu halten mit diesen Mülltruppen. Also wir werden sehen, wie er noch weiter agiert. Die Todesräder werden jetzt auf jeden Fall aktiv werden und richtig viel Probleme machen. Das Einzige, was ich habe, was gegen die Todesräder vorgehen kann, sind unsere Trolle. Der Rest macht einfach nicht genug Panzerbrechen und Schaden. Aber Trolle sind gut. Trolle sind gut. Die halten einerseits die Räder auf, allerdings haben sie natürlich Angst und verziehen sich gleich wieder, sobald sie unter Entsetzen leiden. Jetzt in dem Moment hätte ich wirklich sehr gerne die rostigen Pfeile bekommen oder die rostigen Bogenschützen, wie sie heißen, Rusty Arrows, weil die Rüstung der Todesräder reduziert hätten. So bleiben die auf 100 und das ist natürlich fies und macht sie viel, viel gefährlicher. Wichtig für mich war auch, es war ganz klar, dass unser Gegner versuchen würde, mit diesen Gossenläufern maximalen Schaden an unserer ganzen Infanterie und vor allem an unseren Trollen zu machen. Und ihr seht, ihr zieht sie auch hier strategisch immer weiter zurück, während die Rattensklaven die Linien versuchen zu halten. Hier ein weiteres Regiment von unserem Gegner gespawnt worden. Aber er hat gleich selber wahrscheinlich aus Versehen seinen Pestodem in seine eigenen Clanratten reingespawnt, hat sie schon zu Anfang zur Hälfte vernichtet und damit fliehen sie sofort. Das war keine so gute Aktion. Es ist ein riesiges Chaos hier. So viele Einheiten auf meiner Seite, so viele Einheiten auf der anderen Seite. Hier habe ich einen ganz kritischen Fehler gemacht. Ich wollte unbedingt diesen Dirk Squickhoppers, die gegnerischen Fernkämpfer, verfolgen. Und das hat unser Gegner ausgenutzt und hat sie dann mit seinen eigenen Ratten, Ogern und anderen Truppen blockiert. Und jetzt nehmen sie ziemlich viel Schaden, was echt fies ist für eines meiner teuersten Regimenter in diesem Kampf. Trotzdem agieren meine anderen Squickhoppers, die noch hier hinten in Reserve gewesen sind, ausgezeichnet, nämlich genau als das, zu was ich sie mitgenommen habe, nämlich um gespawnte Clanratten oder andere Einheiten, die gerade aus der Erde kommen, maximal und möglichst schnell zu beschädigen. Gerade wenn diese ganzen Viecher aus der Erde kommen, verteidigen sie sich nicht sonderlich gut und in dem Moment kann man das nutzen, kann man diese paar Zeitpunkte, die man hat, nutzen, um den Gegner zu vernichten. Hier kämpfen gerade ein paar Trolle gegen ein Todesrad. Und es kommen noch mehr. 3500 Lebenspunkte hast du gerade. Und wenn das Todesrad von solchen Trollen angegriffen wird, das mag's gar nicht. Das mag's gar nicht, denn die Lebenspunktzahl dieses Todesrads wird echt massiv und sehr schnell reduziert, wie ihr sehen könnt. Und im Gegenzug kann sie es auch kaum bewegen. Wir waren jetzt gerade bei 3500. Wir haben das Ding schon um fast 2000 Lebenspunkte innerhalb von ein paar Sekunden runtergezogen. Das war schon ziemlich gut.
Ich muss sagen, ich bin sehr froh, diese Trolle dabei gehabt zu haben bei dieser Goblin-Armee. Die brauchen die Goblins auch. Ne? Ohne irgendwas Schweres, was die Linie ein bisschen verstärkt, hat die Goblin-Armee. Das funktioniert einfach gar nicht. Ich frage mich, warum unser Gegner seine ganzen Clan-Ratten immer irgendwie in Mitten gespawnt hat. Denn dadurch werden sie immer relativ schnell von allen Seiten angegriffen. Durch die Angst, die die Trolle verbreiten, bekommen sie dann nochmal einen Moral-Malus und hauen auch schon relativ schnell wieder ab. Und die Warblitz-Kanone ist jetzt mittlerweile auch zum Glück ausgeschaltet. Ich glaube, so viel Schaden hat sie nicht gemacht. Ein großer Nachteil der Trolle ist auf jeden Fall, dass sie selbst eine relativ niedrige Moral haben und eine ganze Menge der gegnerischen Einheiten auch Angst und Entsetzen verursachen. Ich glaube, gerade hier der Seuchenpilz auf seinem komischen Fliegvieh. Und hier ist Seuchenherrscher Skrolk. Der arme Troll wurde weggehauen. Guck mal, wie viel Masse diese Skaven aus dem Boden holen können. Dieser Clan-Rattenspruch kostet gerade mal 6 oder 8 Magie, ist fast kostenlos. Und der kann damit 10 Regimenter Clan-Ratten beschwören, das ist der Wahnsinn. Und mit 10 Regimentern Clan-Ratten, ihr habt da so viele Hitpoints, das heißt 66.000 Hitpoints holt der Gegner da aus dem Boden, einfach so noch nebenher. Und das ist einfach der Wahnsinn, das ist schon der Wahnsinn. Und da hilft es nur, den Gegner möglichst schnell in der die Moral der gegnerischen Regimenter so schnell wie möglich von allen Seiten zu brechen. Und so langsam aber sicher scheint, jedes Mal habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich meinen Gegner, jetzt habe ich ihn. Aber dann kam immer weiter Clan-Ratten aus dem Boden, die unsere Truppen weiter am Vorrücken aufgehalten haben. Und mittlerweile haben unsere Trolle ziemlich viele Lebenspunkte verloren. Jetzt genau passiert das, was bei Trollen eben sehr schnell passiert. Sie haben zwar noch eine ganze Menge an Lebenspunkten, aber das Entsetzen, dass die Todesrede und wahrscheinlich auch der Seuchenpriester hier verursachen, die Todesrede auf jeden Fall, führen dazu, dass sie flüchten. Und das ist natürlich blöd. Ihr seht, Trolle fliehen auf zur einen Seite, Trolle fliehen zur anderen Seite. Aber unser Gegner hat keine Armee, die so richtig gut ist, den Gegner zu verfolgen. Was für mich ein riesiger Vorteil ist, und diese Trolle kommen jetzt auch gleich wieder zurück, regenerieren sie noch auf den Weg und kommen wieder in stärkere Version zurück, genauso wie diese da hinten. Und das ist halt eine super Sache, dass die Trolle ihre Lebensenergie regenerieren und nochmal zurück in den Kampf kommen. Die verdammten Todesräder sind immer noch da und machen weiterhin Probleme. Allerdings durch das fiese Jucken wird ihr Nahkampfangriff auf nur 3 und 2 reduziert. Das heißt, wenn sie einfach nur normal im Nahkampf rumstehen, machen sie so gut wie keinen Schaden mehr. Hier haben wir ein paar Fanatics durch die Gegend laufen und irgendwie mal wieder, wie Fanatics halt so sind, erstmal sich selbst das smashen und die meiste Zeit sowieso nichts tun. Das Schöne an diesen ganzen Govo-Armeen ist, sie kommen auch immer und immer wieder. Sie sind ein bisschen so wie die Skaven. Jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, das ist jetzt echt eine sehr, sehr enge Geschichte. Unser Gegner hat noch viele seiner richtig elitären Truppen dabei, nämlich Warlock-Techniker, 2 Todesräder, Seuchenpriester und Seuchenherrscher Skrolk sind noch dabei. Auf meiner Seite sind alle unsere Truppen extrem entleert. Und die Balance of Power ist noch relativ ausgeglichen. Es kann noch in beide Richtungen sehr schnell ausschlagen. Es kommt jetzt darauf an, wer die besseren Flankenmanöver durchführt und seine Truppen besser einsetzen kann. Jetzt zu diesem Zeitpunkt wäre es vielleicht verlockend gewesen, gleich wieder die Truppen zurück in den Kampf zu schicken. Aber das könnt ihr zu so einem Zeitpunkt, wenn es wirklich eng ist, nicht machen. Vor allem, wenn ihr selber noch ein paar Fernkämpfer habt. Auch wenn sie nur noch ein paar Schüsse haben. Nutzt die so gut es geht aus. Und wenn ihr gerade so Truppen habt wie Trolle, könnt ihr das Spiel ruhig noch ein kleines bisschen verzögern, während ihr eure restlichen Truppen sammelt und versucht, die gegnerischen Einheiten zu vertreiben. Denn in den Fällen könnt ihr halt noch ein bisschen Schaden auszahlen, eure Truppen werden wieder stärker und regenerieren sich, während sie vor dem Gegner weglaufen bzw. sich neu formieren. Das sind sehr, sehr wichtige Sekunden im Spiel. Und da kommen wieder unsere Trolle, die vorhin nicht ganz so heldenhaft geflohen sind, aber jetzt sind sie wieder da. Unser Gegner versucht natürlich genau das Gleiche mit seinen Todesrädern zu machen und separierte einzelne Einheiten auszuschalten. Problem mit diesem Todesrad, es hat nur noch 380 Lebenspunkte und flüchtet auch, aber es wird von anderen schnellen Truppen verfolgt. Und mal sehen, ob unser Goblin Big Boss oder die Pfeile aufschwellt. Und da geht es hoch. Da geht es hoch. Wundervoll. Schade. Oh, Moment mal. Oh, man kann sogar die kleinen Ratten sehen, die mit gebrochenen Köpfen hier rumliegen. Es tut mir fast leid um sie.
Das Ding hat verdammt viel Schaden gemacht. Über 100 Kills und unsere Gobos sind ja nicht irgendwelche Gobos, sondern Elite-Gobos gewesen. Das war also ziemlich ärgerlich. Unser Goblin-Schamane hat zum Glück auch ein bisschen Geschwindigkeit in seinen Beinchen und kann deswegen vor dem Todesrad wegfliehen, während das Todesrad wiederum blockiert wird von unseren Super-Trollen. Und zu dem Zeitpunkt hat es jetzt langsam schlecht ausgesehen für unsere Gegner. Hier waren noch ein paar Clan-Ratten dabei. Aber denen ihre Moral war schon so niedrig. Ihr seht hier den Moralunterschied. Clan-Ratten bei 7, unsere Goblins noch bei 40. Die Goblins geben nicht so schnell auf, wenn ihr so viel Erfahrungspunkte in die Reihe hämmert. Die geben einfach nicht auf. Jetzt seht ihr zum Beispiel einen ziemlich kritischen Moment im ganzen Kampf. Fast wäre unser Goblin Großschamane alleine hier im Kampf gewesen, da die Trolle geflüchtet sind in dem Moment. Wenn unser Gegner vielleicht ein bisschen schneller gewesen wäre oder die Positionierung der Einheiten ein bisschen anders gewesen wäre und er irgendwas gehabt hätte, um den Goblin Großschamane zu halten, wäre ich in ein riesiges Problem gekommen. Dann wäre nämlich unsere Moral durch die Bank ziemlich schnell gebrochen. Trolle hätten minus 16 gehabt, durch die Angst dann minus 26 und dann wären sie wahrscheinlich fast schon geflohen. So sind wir gerade noch weggekommen und sind wieder in der Lage, weiterhin mit den letzten paar Schüssen unseren räudigen Räubers, die zwar nicht unbedingt die schönste Leistung gebracht haben, aber es hat gereicht, um ein Todesrad zu zerstören und viel, viel Schaden zu machen an gegnerischen wichtigen Einheiten, vor allem jetzt gegen Ende des Spiels. Der Seuchenpriester ist zum Beispiel fast tot in dem Moment. 413 Lebenspunkte. Hier habe ich geschlafen und meine armen Spinnenreiter nicht weggeschickt, aber leider, also zum Glück sind sie selber schnell genug, um zu wissen, wann es Zeit ist, abzuhauen. Und die Leichen der Gefallenen liegen einfach überall herum. So viele Ratten. Guck dir mal diese ganzen Ratten an. Ratten, 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 Ratten. Es sind fast keine Goblins drin, muss ich sagen. Fast keine Goblins liegen in diesem Kampf. Da ist die gegnerische Artillerie. Ah, das war eine coole Sache. Wir haben unseren Gegner praktisch diesen ganzen Berg hochgekämpft. Das war auch eine sehr gute Positionierung von unserem Gegner, sodass er, wenn er sich zurückzieht, den Berg runter angreifen konnte. Das war eine coole Sache. Aber gegen unsere Trolle hat er nicht so richtig viel gehabt. Er hätte mit seinen Gossenläufen das Feuer ein bisschen mehr konzentrieren sollen. Wahrscheinlich hat er das auch versucht. Aber weil meine Armee eben fast genauso viel oder genauso viel Masse gehabt hat wie unser Gegner, konnte er es nicht so richtig zum Tragen bringen. So musste sich, war die ganze Zeit auf dem Rückzug. Bin gespannt, wie die Kills nachher am Ende aussehen. Zu dem Zeitpunkt war es für unseren Gegner auch irgendwie schon fast klar, er muss zurück. Er muss in den Kampf suchen, sonst wird er zerschossen von meinen Goblin-Bogenschützen, die gleich kommen. Und für den Goblin-Bogenschützen, die hier noch weiter stehen. Je länger hier wartet, desto schlechter wird das Ganze für ihn. Gerade auch, weil unsere Trolle sich ja immer weiter regenerieren. 264, 66, 70. Das ist nicht zu unterschätzen, vor allem wenn ihr drei Regimente Trolle habt und die regenerieren sich alle. Dann kriegt ihr eine ganze Menge Lebenspunkte jede Sekunde wieder zurück. Das ist halt ziemlich cool. Diese Clan-Ratten haben von Anfang an 61 Führerschaft. Und gleich kommt der finale Ansturm. Diesmal nehmen wir ihn richtig auf. Oh yeah. Fieses Jucken ist natürlich sofort von mir hier gespawnt worden, was die gegnerischen Nahkampffähigkeiten drastisch reduziert. Und ihr seht einfach nur ein Modell der Skaven explodieren nach dem anderen, während ich hier auf der anderen Seite meinen Goblin Garkboss rübergeschickt habe, um diesen Seuchenpriester auf seinem komischen Vieh kaputt zu machen. Und das ist jetzt, glaube ich, das Ende für die letzten zwei Ratten, die von einer Horde wilder... Oh, und er hat tatsächlich einen Ogre niedergemacht. Diese fiese Rattling. Aber für die ist das jetzt das Ende. Oh meine Güte, da geht der nächste Troll down. Ich glaube, das ist Seuchenherrscher Skrolk. Der haut ordentlich rein. Aber auch wenn ein oder zwei Trolle fallen, lässt sich hier letzten Endes auch kein anderes Ziel mehr, kein anderes Ergebnis mehr sehen, als dass diese Ratten gleich das zeitliche segeln. Oh, Trolle, ihr wart gut. Ihr wart gut. Also Trolle sind eine super Einheit, wenn ihr sie unterstützen könnt mit haufenweise anderer Modelle, dass sie nicht
umrundet werden, dass der Gegner sie nicht verfolgen kann, wenn sie flüchten. Es muss also immer irgendwas dabei sein, was die Linie hält, damit eure Trolle funktionieren können. Ansonsten werden sie niedergemacht, werden dann verfolgt vom Schlachtfeld getrieben und das ist das Ende. Aber so mit den Gobbo-Armeen funktionieren die echt gut. Und seht hier die Kills. Unser Gegner hat ja letzten Endes eigentlich nicht nur diesen 20er-Stack gehabt, sondern er hat wahrscheinlich noch ungefähr 10 weitere Regimenter Clanratten gespawnt. Das heißt, er hat einen 30er-Stack. Unglaublich massive Mengen an Truppen. Deswegen sind die Kills auch so gigantisch. 80, 150, 260 von unseren Nachtgoblin Squeakhoppers. Selbst diese normalen Gobos haben 100 gemacht. Wahnsinnig viele Kills. Sowas habe ich selten gesehen, wohin unser Gegner praktisch hier 0 Kills, so gut wie 0 Kills erzielt hat. Abgesehen mit dem Seuchenpriester und den Todesreden. Die waren ziemlich gut. Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Hat mir gut gefallen. Danke an Pete Green und Balforin vor den Vorschlag. Wir werden die anderen, die in der letzten Zeit gekommen sind, natürlich auch noch abarbeiten. Ich bedanke mich bis dahin fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.